Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, man verzeihe mir diese Aussage, aber wir stehen anfangs in der Woche und da muss man Klartext reden, der Mann hat von Wirtschaft keine Ahnung. Und es ist für Deutschland ein Problem, wenn sie von Politikern gesteuert werden, die von Wirtschaft keine Ahnung haben, die eine der beeindruckendsten Wirtschaftsmaschinen der Nachkriegszeit da auf so ein grünes Abstellgleis führen. Und dann haben sie einen Finanzminister, der da laufend zurückgepfiffen wird, vom Verfassungsgericht, jetzt ist offensichtlich wieder irgendwo eine Sache nicht in Ordnung, der sogenannte Doppelwumms, wie sie da mit einer Finanzspritze die ganze Wirtschaft nach oben drücken wollen.